Der Swiss Caravan Salon. Wir sind tatsächlich in Bern und heute drehen wir am 22. Oktober 2020 bei der Firma Kaiser. Ja, und sie hat ein kleines Wunder geschaffen. Sie haben ein Wohnmobil geschaffen, was überhaupt nicht aussieht wie ein Wohnmobil und mit dem man wirklich überall stehen kann. Denn von außen würde man niemals vermuten, dass hier ein Wohnmobil drin ist. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Hier ist der Chef des Hauses. Ich grüße ganz herzlich. Hallo. Genau, wenn Sie es mal kurz vorstellen, wie ist Ihr Name? Kaiser Alfred, ja. Alfred Kaiser, Sie haben da was gemacht, was ziemlich cool ist. Sie haben ein Wohnmobil entwickelt, das ganz unauffällig ist. Ja, das sind jetzt Leute, die in den 70er, 80er Jahre mit dem kleinen VW unterwegs waren. Und dann ist das Wohnmobil immer größer geworden. Und dann haben sie gesagt, jetzt wollen wir wieder was, nur noch ein Fahrzeug, hundertprozentig Personenwagen. Okay, das heißt, man sieht von außen gar nicht, dass es ein Wohnmobil ist. Nein, durch das die gedönten Fenster und dann ist die Fahrerkabine abgetrennt, das ist der ganze Trick. Okay, das heißt, man kann überhaupt nicht reinschauen. Ja. Also wenn Sie jetzt extrem übernachten, dann gehen Sie nur in der Beifahrertüre ein und aus. Und dann haben Sie eine perfekte Dusche, man muss natürlich absitzen. Okay. Weil man keine Stehhöhe hat. Wir haben bewusst auf das Aufstelldach verzichtet, weil das verrätet ja ein Campingbus. Okay, das heißt, hier vorne habe ich ein Dach, was flach aufbaut. Das bedeutet ganz konkret, ich habe also nichts, was oben drüber steht oder nicht wesentlich. Ja, das ist ganz flach. Das sind Bootsdachlucken, sind sogar begehbar. Wir haben jetzt auch einen ausgeliefert, da haben wir alles mit Riffel-Aluminiumblech gemacht. Und da konnte der oben rumlaufen. So, hier ist die Marlene. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ich grüße dich, Marlene. Hallo, Sven. Du bist erstmal dabei auf der Messe. Wir werden das Auto jetzt mal ganz kurz zeigen. Und du setzt dich am besten mal rein und sagst mal, wie gemütlich das ist. Es ist blau, das ist eine schöne Farbe. Das können die Leute wünschen, was sie wollen. Hä? Okay, das heißt, der Stoff auch. Ist das schwer, das umzubauen denn später? Nein, das können wir schnell demonstrieren. Ein Brettchen. Ja, komm so. Und was macht die Höhe? Also ich bin ja 1,72 Meter groß und ich habe noch ein bisschen Luft und kann gut sitzen. Prima. Also Stehhöhe haben wir nicht. Weil 80-90% sitzen oder liegen sie in dem Fahrzeug. Jetzt hat es hier 1,82 Meter. Man könnte quer schlafen, aber die größeren Leute müssen längs. Das ist nur 1,65 Meter. Frauen sind Gott sei Dank manchmal ein bisschen kleiner, die können hier schlafen. Oder sonst, dann wird hier der Tisch auch versenkt. Ist das schwer? Oder versenken und dann kommen die Polster, sind da unten drin. Ja. Achso, da kann man es komplett so, im Prinzip zur Liegewiese. 190 auf 182 oder 183. Ja, stark. So ein großes Bett finden Sie nirgends in so einem kleinen Fahrzeug. Okay, wir haben hier Stauräume, wenn ich da mal kurz reinfilmen darf. Ja, genau. Da vorne sind noch mehr Polster drin, das heißt, ich kann das Bett ja noch erweitern. Das sind jetzt für die Polster für den Tisch hier. Okay, das heißt, der kann jetzt abgesenkt werden, der Tisch? Ja, der wird abgesenkt. Das kann ich schnell noch demonstrieren. Bitte. Und da haben sie auch Stauraum. So. Und in der Ferienzeit, die paar Minuten, soll man es schon noch haben. Zeit haben. Okay, das heißt, da kommt jetzt der Tisch drauf und dann hat man ein komplettes Bett. Ja. Andere Seite. So, komm jetzt. Das ist der Vorführeffekt. Der typische. So, genau. Jetzt geht's. Wunderbar. Ja, jetzt kommen noch die Polster drauf, dann sitzt man drauf. Das sind die Polster, die liegen unten drin und dann haben wir alles Bett. Okay, stark. Und ganz ideal ist beim Kochen, weil wir eine Stehhöhe hier haben, man kann sitzen. Ich muss jetzt die Küche noch zum Vorschein holen. Ja, gerne. Den kenne ich.
der Campinggast. Wissen Sie vielleicht, dass ja. Sitzen da. So, ich gehe mal kurz zu Ihnen. Da ist jetzt die Küche, die wird dann aufgebaut. Ach, wie süß. Im schlechten Wetter wird das so benutzt und im schönen Wetter draußen. Und dann im Kühlschrank haben wir nur eine Kühlschublade. Warte, ich zeig das mal gerade. Das sind 30 Liter. Geh mal kurz auf die andere Seite, dann zeige ich es mal gerade. Wenn Sie die noch mal kurz aufmachen, bitte. Hier genau. Auch noch ein bisschen Schauraum. Die Schublade oben im Kompressorkühlschrank. Kompressor ist das, ja. 30 Liter sagt 30 Sie. Liter. Genau. Was genügt mit so einem kompakten Fahrzeug, gehen sehr öfters einkaufen. Okay, das heißt, interessant ist auch mit den Fenstern gelöst. Das heißt, ich kann die Fenster nicht nur verdunkeln, ich kann sie komplett zumachen. Ja. Sehen Sie, da haben Sie die Blenden. Ich kann noch mal eine wegnehmen da. Zeig mal gerade. Da ist die Blende. Und die sind dann unter dem Polster drin. Und nachts, sobald sie Lichtbrennen haben, die sind schon getönt. Aber nachts scheint doch durch. Ja. Ja, Sie haben uns gerade eine schöne Story erzählt. Das heißt, also Sie waren mal campen auf, ich sag mal, eine Veranstaltung und der Parkwächter hat Sie überhaupt nicht wahrgenommen als Campingfahrzeug. Nein. Man muss dann bei der Beifahrertür ein- und aus. Man darf die Türe, die Schiebetüre nicht aufmachen, weil dann sieht man das. Das ist ein Campingbus, da wird man vermutlich auch weggeschickt. Okay, das heißt? Also außen ist 100% Personenwagen und da ist ein Journalist, hat das ausprobiert. Genau, hier vorne steht es. Unauffälliger als mit dem Kaiser geht's nicht, hat er geschrieben. Sogar im Fahrverbot, hat er gesagt, kann man übernachten. Okay, weil man es überhaupt nicht sieht, gell? Ja. Ich guck mal gerade, Schweizer Franken 89.900, ist das der Preis? Das ist der Preis, ja. Also wir fangen bei 69.950 fangen wir an. Und dann Allrad und Automat und das stärkere Motor, das ist dann Aufpreis. Ja. Ich zeig mal gerade hier vorne rein. Das ist der neue Vito? Das ist der Vito, ja. Das heißt, es gibt auch M-Books, es gibt natürlich auch entsprechend das alles, das, was Mercedes-Benz auf der Preisliste hat. Das können Sie bieten. Das kann man wählen, wenn es nötig ist. Ja, es hat noch einen weiteren Vorteil, man kommt in die Tiefgaragen gut rein, oder? Das ist ein sehr wichtiger Grund, weil sehr viele Städtler, die haben gar keine Möglichkeit, außen zu parkieren. Aber Tiefgaragenplätze gibt es zu Genüge. Das heißt, man könnte in eine Tiefgarage fahren, könnte ganz nach oben fahren, wo praktisch Luft ist, sich da parkieren und dann zahlt man nur im Prinzip ein Tagesticket. Genau, ja. Genau, das haben Sie schon mal gemacht? Nein, das jetzt nicht, aber wir waren auch schon mitten in München und haben übernachtet, ohne jegliches Problem. Oder jetzt bei uns in Luzern und so weiter können Sie übernachten, wo Sie wollen, wo ein Personenwagen steht. Sie dürfen einfach die Türe nicht aufmachen. Ne? Ja, das heißt, man geht vorne raus, das ist das Einfachste. Ja, das Bett links hat 150 cm, Bett rechts 165, die Querbetten 180 cm. Man schläft ja auch nicht gerade. Aber man kann das auf 1,90 Meter vergrößern, dann gibt es dann nochmal ein Kissen und ein Brett. Dann ist da 1,90 Meter. Ja. Da vorne ist ein schönes Detail, wozu ist das da? Das Silberne? Das hat nichts zu sagen, das ist nur vom Kühlschrank. Ah, die Revisionsklappe. Ja. Okay, ich habe verstanden. Ja, wenn du mal gerade so nett bist, dich mal hinlegst und mal kurz den Tisch mal zur Seite legst, auf die lange Seite. Ich will mal kurz gucken, wie du reinpasst. Deine Größe nochmal, Marlene? 1,72 Meter. Und ja, unauffälliger als mit dem Kaiser geht's nicht. Der Journalist hat es probiert. Bitte nicht die Schuhe drauf. Sehr, sehr schön. Das geht. Man schläft ja auch nicht komplett gerade, oder? Ja, genau. Aber man könnte jetzt gerade schlafen. Ja. Okay, super. Ja, ich habe noch nie was über euch gehört. Wir machen mal gerade ein Foto. Sehr schön. Das dürfen Sie auch gerne verwenden, wenn Sie möchten. Denn das ist schön. Ist denn die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen, ist die groß? Ja, das sind jetzt die, wo in den 70er, 80er Jahren mit dem kleinen VW angefangen haben. Und dann ist das Wohnmobil immer größer geworden und man hat es nicht mehr gebraucht. Manchmal sogar zwei, drei Kinder, wo oben geschlafen hat, und die gehen jetzt zurück extrem und sagen, wir wollen fahren, übernachten, wo wir Lust und Laune haben. Genau, wenn Sie mir mal kurz verraten, wie lange Sie das schon machen, die Wohnmobile? Seit 1974. Ja, es gibt
Ja, was ganz toll ist, das werden wir uns gleich mal angucken. Wir haben jetzt einen 30-Jährigen mitgenommen, der ist 30 Jahre alt, ja. Der sieht immer noch aus wie neu. Genau, und den schauen wir uns gleich mal an. Alfred Kaiser von der Firma Kaiser, ja. Und ihr seid jetzt hier auf der Expo zu Zeiten von Corona. Es sind ja weniger Leute zugelassen. Ist normalerweise mehr los? Ja, also wir haben keinen Unterschied groß gemerkt. Ja. Das hat natürlich auch einen Vorteil, dass also die Leute, die praktisch kommen, sich auch eintragen müssen, anmelden müssen. Man weiß auch vorher, wer kommt. Das heißt, die kommen, haben auch hohes Interesse, oder? Ja, ist überall so, ja. Ja, Kaiser, aus welchem Ort? Aus Stans kommen Sie? Aus Stans ist bei Luzern. Das ist eigentlich der Chef, der Junior, hat das Geschäft schon seit x Jahren übernommen. Okay. Da vorne steht er und wir schauen uns noch mal ein paar Fahrzeuge an. Erstmal vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bitteschön.